Das Mitsuki. Ah, der hat auch nichts. Und dieser Hayopaya hier, Shino, hat auch nichts. I leave it. Ach nee, das ist echt Ärgernis. Ach, sie hat eine Mission, okay. Ah, okay. Das ausbruchsichere Wassergefäß. Ah, das ist das, wo sie gegen Kisame kämpfen. Nice. So, wir werden aber auch nochmal reingehen, um die Sachen, die Schriften hier zu, ja, zu beschwören. Oder weiß ich, welche Kategorien. Nee, wie textieren? Was sagen die mal dazu? Ja, Text, ja, Textierung. Also jetzt haben wir eine neue Mission. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen Stufe 20 war oder wegen Stufe 19 noch. So, Shikamaru's Outfit oder Shikamaru. So. Meeresherrscher Chakra-Dolch, okay. Ja, man könnte natürlich wieder was kaufen. Machen wir aber erstmal nicht. Okay, da müssen wir eine Mission. Hat sie noch eine Mission? Okay, sie ist noch mit der Mission. Aber sonst haben wir nichts, ne? Okay, dann geht's ab zu dem Kampf mit Kisame. Das ist, glaube ich, da, wo sie. Ja, wo sie halt die. War es schon da mit Gaara? Ich weiß es nicht mehr genau. Schon ganz schön lange her. Ist aber auch eine C-Mission. 1000 hochwertige Schrift, Yukunos Piercing. Ja, mal sehen, was uns hat. Die geheimnisvolle Akatsuki-Organisation hat mit ihren Machenschaften den gesamten Kontinent überzogen. Und während Rock Lee im Rahmen einer Mission im Windreich weilte, wurde er gefangen genommen. Das umgebende Gebiet wird von einer Siegebarriere abgeriegelt. Geh und rette Rock Lee, bevor es zu spät ist. Ja, ganz so war es ja nicht, aber war schon ganz cool. Genau das mit Gaara war ja, wo sie die Siege auch abreißen mussten, aber dann kamen ja lauter Doppelgänger von ihnen selbst. Und mit Kisame, das war irgendwann, ich glaube, wo Sasuke mit Itachi dann gekämpft hat, haben sie sich, glaube ich, um Kisame gekümmert, wo sie ihn halt fangen wollten, ne, wegen das Schwert und das alles. Okay. Ah, okay. Wenn man die Fahrt rauslöst, dann sind die sofort weg. Gut zu wissen. So, weiter geht's zu dem nächsten Pfad. Der ist hier unten. Ach komm, los. Ach, das ist schon cool gemacht, ne? Dass man halt. Okay, man weiß. Ah, ne, Gegner kommen nicht. Ich dachte. Ah, doch. Gegner kommen immer noch. Aber wie gesagt, es geht ja hier auch ein bisschen um Zeit. Alle Feinde besiegt und jetzt? Ah, jetzt ganz. Okay, hier musste man alle Feinde besiegen erstmal. War auch eine coole Spielmodi, ne? Also hier mit den Faden rausziehen und so. Ganz cool gemacht. So, jetzt müssen wir hier rüber. Ah,
Ah, hier ist der nächste Part. Ach, komm schon. Na nun, komm schon. Ja, siehst du, Naruto macht auch noch einen Rasengan Shuriken. So, alle tot? Ja, alle tot. Dann ziehen wir mal den Pfad auch hier raus. Na nun, komm schon. Ja, das dauert ein bisschen länger jetzt hier. Leute, man muss auch immer dran denken, wir haben hier wenig Zeit und so. Ja, und wir wissen ja noch nicht, wie der Endgegner ist. Und wenn man denn hier rumkaspert. Aber immer die Z-Schuss, ne? Also die immer so als Gegner sind. Ach, der Naruto wollte gar nicht mithelfen, oder was? Was ist denn los mit ihm? So, wir haben gerettet. Ich habe meinen Guard down earlier, aber ich werde nicht den gleichen Mistake twice. Ich gehe all out now. Okay. Boah, das hätte eigentlich alle wegknallen müssen, Alter. Nein, macht das doch nicht. So. So, nimm das noch. Boah, Wasserbombe, richtig nice. Hat uns natürlich komplett getötet, ja, aber war richtig cool anzusehen. Ach, cool. Voll die Wasserbombe. Ja, manche haben schon richtig coole Jutsus, ne? Das ist schon Bombe. Was? Was ist er denn? Boah, was? Nochmal eine Feuerbombe. Ach, Kacke. Okay, wir haben noch 3 Minuten, das sollte eigentlich trotzdem kommen. Ach, komm schon. Es hat doch schon wieder zerfetzt. Also dieser Attack ist richtig heftig, aber wahrscheinlich, wenn wir diese selber benutzen, ist sie nicht so stark, aber bei ihm ist sie schon echt heftig. Richtig krass. Wo ist er denn? So, mein Freund, hast du ein schönes Rasengan voll in die Schnauze bekommen. Sehr gut gemacht. Naja, der Sieg ist unser. Na klar. Na los. Bin ultra stark, mein Freund. Ultra stark. So, Mission abgeschlossen. Coole Mission. Also, diese Mission war richtig cool. War auch nicht so schwer, aber die war sehr cool gemacht. Mit die Fahrt rausziehen und dann mit Kisame. Eine coole Sache. So, reicht es denn für Stufe 21? Ja. Yep. So, bei Naruto haben wir auch fast alles fertig. Dann haben wir nämlich die Schattendoppelgänger.
Was? Fischer, Zauberschwertmesser, hochwertige Schrift. Hochwertige Schrift, okay. So, dann gehen wir die Mission mal schnell ab. Und dann schauen wir, wo wir noch eine Mission haben. So, Tintin. Ah, Kisama haben wir jetzt als Meister. Team 7 Kampf. Okay, wir haben eine neue Mission. Team 7 Kampf. Nein, ich möchte nicht betreten. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir vielleicht gleich mitnehmen können? Vielleicht kriegen wir ja gleich zwei Missionen frei. Glaube ich aber nicht, aber wir können es ja trotzdem mal abchecken hier. So, Ino. Alte Hütte. So. Da oben ist wahrscheinlich nichts. Das ist immer Online-Dingsbums. Also, okay, Shikamaru hat schon auch eine Mission vorhin gehabt, aber im Grunde ist es da oben nur für Online. So, sonst hat keiner was. Okay. Vielleicht Sasuke. Nein. Okay, dann geht's weiter. Ah, wieder eine B-Mission. Mal schauen, was uns erwartet. Team 7 Kampf. Naruto, Sasuke, Sakura und Kakashi sind Mitglied der legendären Team 7 und warten darauf, dass es im Konoha-Wald mit ihnen aufnimmt. Im guten Schluss hält Kakashi auch noch eine altvertraute Herausforderung, die für dich bereit. Wirst du diese Art Lehrstunde überstehen? Hm, okay. Kakashi hat noch am Ende eine wichtige Mission für uns. Also wir müssen gegen Naruto, Sakura und Sasuke kämpfen. Wir sind wieder nur zu zweit und die anderen sind natürlich wieder im Double-Team, hier im dreifachen Team unterwegs. Mit Kakashi sogar vier Leute. Das ist ein bisschen unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht schaffen wir das ja trotzdem. Ich glaube aber nicht, dass wir denn Stufe 22 werden, kann ich mir nichts nicht. Okay, jetzt kommt jeder einzeln, oder was? Ah, Shidori. Ich hab auch so ein Jutsu, mein Freund. So, den ersten haben wir schon mal. Ach, jetzt kommen wir gleich noch mehr zur Suche. Ach Mist. Okay. Also es kommen noch mehrere dann davon denen. Erst der erste und dann kommen noch ein paar andere, also Doppelgänger. Na nun, kommt schon. So, haben wir sie? Na gut, Naruto hat jetzt die meiste Arbeit natürlich gemacht. So, jetzt zu dem nächsten. Wahrscheinlich Sakura. Okay, die ist easy. So, die hat erstmal eine Schnauze bekommen. Och, komm schon. Haben wir sie? Meine Güte, okay. Sie war jetzt einfach, ne? Jetzt kommt natürlich noch Naruto. Der wird wahrscheinlich ein bisschen komplizierter oder schwerer werden. Mal sehen. So. Ich sage auch immer so oft, na so und sowas, ja, fällt mir selber ein bisschen auf. Also, nimmt mir nicht übel, wenn ich das öfter mal sage. Na, wo ist er denn? Ja, sag ich ja, Naruto. Au, ho, ho, ho. Hier geht einiges ab. Okay. Was ist ein gelbes Rasengan? Ne?
Och, Digga, nun komm schon. Ey. Haben wir sie alle? Meine Güte, das war auch ein bisschen kompliziert, ja? Ach nee! Ach stimmt, jetzt kommen ja die anderen. Ich weiß ja auch nicht, wo er den Scheiß hinschießt. Aber auf alle Fälle nicht da, wo er es hinschießen soll. Meine Güte, ey. Echt ärgerlich manchmal. Oh, gerade so. So, jetzt kommt Kakashi noch. Ah, mit denen halt sowieso immer meine Probleme. Ja, siehst du, weil er immer mit seinem Scheiß, mit seinem Scheiß Blitzpiss kommt. Da hat er noch Kujai oder Kuyai oder wie das Ding Bums heißt. Was? Alter, oh Mann. Ich weiß nicht, ob das seine Ulti ist, aber wahrscheinlich ist das seine Ulti. Weil die zieht ja sowas von rein. Was? Meins hat nicht gesessen, aber sein ja. So, jetzt müssen wir auch mal wieder unser Ulti ansetzen. Ach, komm schon, ey. Man weiß auch gar nicht, wie man hier als erstes immer angreifen soll. So, jetzt kommen wir zu der letzten Mission, die er gesagt hat. So, mal sehen, was uns erwartet. Ja, es war sowas von klar. Es war sowas von klar. Ach man, es war sowas von klar. Jetzt kommen nämlich alle. Alle vier in ein Team. Wir müssen uns erstmal um das Ding von uns kümmern. So, die haben wir erstmal ausgenommen. So, dann machen wir uns erstmal an Sasuke ran. Ist schon heftig, gegen vier Stück von diesen krassen Ninjas. Also, er macht erstmal einen riesen Nahrausgang. Achso, seins fährt nicht ab, aber meins? Okay, alles klar. Ja, okay. So, den ersten haben wir. Also, diesmal haben wir Naruto vorher gemacht. Weiß jetzt nicht, wer noch ist. Ach, ist bloß noch Kakashi, okay.
Was? Och Mann, ey, dass immer seins trifft, aber meins nicht, ja? Mann? Scheiße, nein, er hat mich wieder in das Kunai oder Kuji oder weiß ich, wie der Scheiß heißt. Jedenfalls in seinen Sharingan, ne, wo er halt das Dingsbums in die andere Dimension verfrachtet. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt ist er nämlich schön reingekommen. Ah, Glocken. Steht die Glocken? Okay. Ja, die Mission kennen wir natürlich, ne? Die Glockenmission. Also, nicht die unten Glocken, also, ihr wisst schon, die Glocken halt, ne? Ja, fast 10 Minuten gebraucht. War auch nicht einfach, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Auch bloß ein A bekommen, ne? Wir waren echt ein bisschen schlecht. Wir sind auch noch immer Stufe 21. Also die Mission war nicht so, fand ich jetzt nicht so pralle. Es war natürlich cool, ne, gegen die ganzen krassen Ninjas. Also, es sind schon starke Ninjas, ne. Ah, Beschwörung, große Schlange haben wir jetzt bekommen, auch noch dazu. So, jetzt gucke ich mal schnell mal rum, ob wir noch eine neue Mission haben. Oder haben wir hier schon wieder irgendwas Neues? Ah, Stufe 4 schon mit ihm. Schöne Sache. Jetzt müssen wir eigentlich Kunst der Schattendoppelgänger, sah ich doch. So. Und da kommt das Ultra-Rasengan. Auch eine coole Aktion. Wahrscheinlich wird das dann das Ulti sein. Die Ulti-Jutsu ist natürlich besser. Ja, mal wieder was Neues, ne? Dann war es das auch, ne? Sonst würde man bloß noch wertvolle Schriften bekommen, exotische Schriften. Und dann wäre es eigentlich das mit Jutsus. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir nach diesen einen neuen Meister nehmen und dann mit denen weiterspielen. Ich glaube einfach mal Sasuke, dass wir vielleicht ein bisschen was von seinen neuen Techniken dazu bekommen. So, die hat nichts Neues, die hat nichts Neues, also ich glaube... Ah doch, da ist Hinata. Hinata Uzumaki, genau, die haben ja geheiratet. So, stärker werden, ja, stärker werden. So, Byakugan, das Byakugan sollen wir lernen. Ah, okay, machen wir. Vielleicht, wenn wir dann Stufe 22 sind, kriegen wir dann eine neue Mission. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen jetzt einpendelt. Dass man halt immer, wenn man die Mission erfolgreich hat, auch ja, wieder neue Mission bekommt. Dass sich das halt einfach wieder einpendelt. Ne? Aber ist nur eine D-Mission, werden wir nicht sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Bei D-Mission haben wir dann alles voll. Da dürfte dann nichts mehr kommen. So, okay. Naruto ist auf der Mission und noch nicht zurückgekehrt. Hinata möchte deshalb nach ihm suchen. Im Missiongebiet könnte sich Feinde aufhalten, aber mit der Hilfe von Hinatas Byakugan solltest du in der Lage sein, Naruto trotz aller Gefahren aufzuspüren. Beschütze Hinata und finde Naruto. Byakugan. So, Byakugan. Jetzt habe ich das so oft hintereinander gesagt. Weil sich ja immer sehr viele beschweren. Du sprichst ja zum Beispiel bei Dragon Ball den Saiyajin nicht mit S aus. Also Leute, wenn ihr mit S diesen Saiyajin sprecht, dann hört sich einfach Käse an. Und darum spreche ich einfach mit einem Z und nicht mit einem S. Also Saiyajin. Ja, Sai. Man sagt ja auch hier bei Naruto S-A-I. Nicht Sai, sondern man nennt ihn Sai. Und auch im Anime wird er Sai genannt. Und warum sollte ich denn bei Saiyajin Saiyajin sagen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und da, dass sich da immer jedes Mal aufgeregt oder manch, also es sind nicht, ja, es ist manchmal ein, zwei Leute, die sich darüber aufregen, warum man halt immer Saiyajin sagt mit Z und nicht mit S, weil es einfach so gesprochen wird, Leute, das ist ganz normal. Da brauchen wir auch keiner was vormachen und das wird einfach auch gekonnt ignoriert. Ja, auf so ein, ja, sag ich mal, Niveau brauche ich mich nicht herabgeben. Ist einfach leider so, auch wenn es jetzt ein bisschen überheblich klingt, soll es aber nicht klingen, sondern ich muss mir nicht immer vorwerfen lassen, wie ich was, wo, wie, wann und zu welchem Zeitraum ausspreche. Und seien wir einfach mal ehrlich.